Oh, lass mal Haare trocknen, ey. Wir sind jetzt bei TV Total und machen heute den Song Atmen für den Bundeswissen Song Contest. Das ist alles eine ganz aufregende Geschichte. Uns jetzt hier vor den heiligen Hallen TV Totals bei Brainpool und man sieht es aber von außen gar nicht, dass das Brainpool ist. Aber wie auch immer, da spiele ich heute Abend, wir dürfen da leider nicht drin filmen, wir werden so ein Backstage ein bisschen was machen können. Bis später, ciao. Der nächste junge Mann tritt beim Bundesvision Song Contest dieses Jahr für Nordrhein-Westfalen an. Er kommt aus Rheda-Wiedenbrück, das Ganze in der Nähe von... Und er hat schon mal beim Bundesvision Song Contest teilgenommen und einen tollen 5. Platz belegt. Wann war das denn nochmal? 2007 höre ich gerade von denen. Das war er selber. Ja, bitte begrüßen Sie Pohlmann. Das ist dein aktuelles Album, Nix ohne Grund heißt das. Und ein Titel davon ist auch der Titel, mit dem du beim Bundesvision Song Contest auftrittst. Genau, Du bist ja nicht nur Singer-Songwriter, das hat mir ein Kollege von dir erzählt im Übrigen. Du bist auch Erfinder. Ja, ja, ja. Du hast, und ich habe es mir dann auch tatsächlich besorgt. Das ist wirklich sehr interessant, weil es wirklich sehr nützlich ist. Du hast einen Clip für den Gürtel erfunden. Ich kann es einmal zeigen. Ja, ich sehe da die Gitarre. Genau. Also folgendermaßen. Ich habe einen Gitarrenladen gestanden und da stehen ja dann oder hängen ja dann gerne mal so 100 Gitarren in der Reihe, ne? Genau. Ein Stuhl. Ja. Und dann will man eine Gitarre sich ausprobieren und dann steht man dann immer so, immer rum, genau, ja, weil genau. Da kein Gurt dran ist. Und dann habe ich gedacht, du musst irgendwie sowas haben, wo du Gitarre drauf abstellen kannst. Ne? Das Ding heißt Pohlmann. Das heißt auch wie du. Hä? Das heißt wie ich, ja. Heißt Pohlmann. Das macht man sich an den Gürtel und dann legt man einfach die Gitarre drauf. Da ist so eine Gitarre drauflegen und dann kannst du spielen. Dann kannst du die nächste Gitarre nehmen oder die nächste und die nächste. Das ist eine tolle Idee und man hat nicht immer den Gurt um den Nacken. Ja, ja, genau. Das ist wirklich toll. Und verkauft sich das? Ganz okay. Also wir sind noch dabei. Ist ja nicht so, dass hier, jetzt... Kann ich sehr empfehlen. Das kriegen die Leute ja jetzt erst gerade so ein bisschen mit, dass es das Ding gibt. Ne? Ja. Und wollen wir mal gucken. Es ist sehr lustig. Habe ich auch immer neben meinem Gitarrenständer liegen und dann... Wenn man da mal durchs Zimmer spaziert und ein bisschen spielen will, das ist... Ich spiele es mal auf der Bühne, nur wenn ich so richtig so diesen mitklatschen will, dann fällt mir Gitarre immer runter, deswegen. Und viele mehr, meine Damen und Herren, jetzt geht's los mit Pohlmann. Unterstützt wird er vom Big FM. So, und er tritt an mit dem Titel Atmen. Hier ist Pohlmann. Eigentlich entscheidet man nach seinem Bauchgefühl und ruft zum Beispiel, ich würde mal sagen, jetzt Pohlmann an, atmen. Wenn das so ist. Und wenn es nicht so ist, ruft man trotzdem irgendwo an. Pohlmann, atmen. Ja, man sollte schon für das Bundesland anrufen, was man am besten fand. Und das ist Nordrhein-Westfalen. Und das wird dann eben Nordrhein-Westfalen sein. Scheiße, dass ich vor dem Bundesvision Song Contest noch eine festsitzende Klammer bekommen habe. Aber das stört mich beim Singen kaum. Boah, ist der geil. Pohlmann ist der Allergeiste. Wenn der nicht gewinnt, der fress ich im Besen, ich schwöre. War's okay, Pohlmann? Können wir so machen. Okay. Wow.
So, das war's jetzt mit der Show. Wir sehen uns in 2 Wochen. Bundes-Song-Contest. Da freue ich mich sehr drauf hier, ne? Habe ich schon gesagt, dass ich mich darauf freue. Hier auch, ne? Hier, Grube. Ich freue mich sehr, Nis freut sich ja auch. Ja, ich freue mich auch richtig. Freuen uns. Nee, das wird schon geil. Ne? Mhm. Ja. Geil. Ja. Meine Mutter freut sich auch. Total. Ja, ich freue mich verrückt. Ich freue mich. Freut uns total. Ich freue mich, dass du für den Bundeswischen Song Contest antrittst. Da freue ich mich drüber. Und da bin ich auch richtig stolz drauf. Das ist ein starkes Video. Stark. Gute Nacht. Night.